Also ich habe das, bei mir war das ständig so und ich konnte mir schon teilweise gar nicht mehr vorstellen, wie das mal anders sein könnte oder normal ist bei anderen. Ich habe mich mal teilweise nur gewundert, wie andere Leute, was die für eine Energie haben oder wie fit die immer sind und so. Und bis ich dann eben verstanden habe, dass das mit verschiedenen Faktoren zu tun hat, zum Beispiel auch Detox und solchen Dingen, wenn man also entsprechend Amalgam und sowas drin hatte oder zig OPs hatte und solche Dinge erfahren hat. Ich habe auch lange mit Lacken gearbeitet, früher. Wenn man also verschiedene Belastungsgrade so im Leib hat oder der Erstgeborene ist, das ist auch immer so das Thema, der kriegt ja mit am meisten ab, der oder die von der Mutter an Schadstoffen. Also von daher, dann hat man deutlich, ja, eine Belastung im Leib, ne? Und dann ist es total wichtig, dass man da auch schaut, dass man das auch wieder rausbringt. Ja. Wir haben also im Grunde eine Schutzfunktion. Der Körper versucht uns ja immer am Leben zu erhalten und versucht also ständig sich anzupassen. Das heißt also, wenn wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben oder immer wieder machen mussten, dann macht im Grunde unser Organismus, dass wir da halbwegs durchkommen. Das hat dann auch zur Folge, dass Leute dann eben bei mir landen und sagen: Hey Fuhrmann, ich habe hier so fünf bekloppte Verhaltensweisen, die möchte ich gerne ablegen. Ja. Ja, aber die machen dann eben häufig genau im Kontext, wenn man da genauer hinschaut, ja, machen die Sinn. Also da ist dann ganz wichtig zu gucken, was finden oder erfinden wir denn jetzt stattdessen? Also neu. Ja. Ist eine gesündere Alternative. Ja, und da hilft es dann nicht so viel den Leuten zu sagen, ja, jetzt, das meinen ja immer viele, jetzt musst du einfach drei Übungen machen und jetzt musst du ein bisschen positiv denken oder jetzt so ein paar Ratschläge, jetzt isst doch mal statt der Pommes, isst doch jetzt mal irgendwie was anderes. Und das reicht aber eben halt bei bestimmten Prozessen, die aufgrund solcher Dynamiken begründet sind, wie wir sie gerade hatten, nicht aus. Also das enterische Nervensystem gehört im Grunde auch zum autonomen Nervensystem. Und es ist aber vom zentralen Nervensystem getrennt. Und es ist vermutlich unser erstes Nervensystem. Also es funktioniert völlig unabhängig auch vom Gehirn und vom Rückenmark. Und wir sprechen also im Grunde über ein Bauchgehirn mit eigenen neuronalen Schaltkreisen, könnte man sagen. Spannend ist auch, dass dieser Dr. Hassler darauf hingewiesen hat, dass eben das Gehirn letztendlich eine Weiterentwicklung ist vom Darmnervensystem. Dass es deswegen also dort auch so viele Parallelen gibt und ja, Ähnlichkeiten.